Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Gut, wenn dann die Katze wieder weg ist, können wir das messen. Und zwar meinen Nullpunkt setze ich auf den Scheitel und ein Lineal setze ich genau auf den Schenkel. Und jetzt weiß ich auch da, wenn da der Schenkel ist und da das Lineal ist, dann suche ich mir diese Skala aus, die da bei 0 anfängt. 10, 20, 30, genau da sind 30 Grad. Damit kann ich ablesen, das ist 30 Grad. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich mache da einen Scheitel, zeichne da einen Schenkel und beachte die Schritte, die ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Wenn ich einen Winkel zeichnen möchte, zum Beispiel, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir 60 Grad. Also, ich lege den Nullpunkt auf den Scheitel. Ich lege das Lineal auf den Schenkel. So, das ist jetzt deckungsgleich. Genau beim Nullpunkt ist der Scheitel. Und jetzt suche ich mir die Skala, die da bei 0 anfängt. Auf der anderen Seite drüben war das das Äußere. Die fängt aber da, man sieht schon 170, 160 an. Das ist die falsche. In dem Fall ist die richtige. 10, 20, 30, das wird also da größer. 40, 50, 60. Jetzt markiere ich mir da genau in der Verlängerung von dem Strich und verbinde dann den Scheitel mit diesem Strich. So, starten wir da. Und damit habe ich jetzt da einen Winkel von 60 Grad. Machen wir das Spiel von vorher wieder. Wir wissen nicht, was das für Winkel ist. Aber wir wissen, wie man das messen kann. Ich nehme das Geodreieck, lege den Nuller auf den Scheitel und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber das Lineal verwenden, lege dann das Lineal auf den Schenkel, dann merke ich schon, der Winkel ist da oben, das Lineal ist da herunten, das funktioniert so nicht. Also der Winkel muss schon von dem Lineal bedeckt sein. Also Nuller zum Scheitel, Lineal auf den Schenkel und dann suche ich mir die Skala, die bei dem Lineal mit 0 anfängt. Das ist da die innere. 10, 20, 30, 40, 50 und dann sehe ich schon, da ist der gezeichnete Winkel und der geht genau bei 60 durch. Also 60 Grad. Das probieren wir jetzt noch einmal. Was ist, wenn ich jetzt einen Winkel zeichnen möchte, der größer ist als 90 Grad? Da habe ich einen Schenkel, da habe ich einen Scheitel und ich möchte jetzt zum Beispiel 120 Grad zeichnen. Funktioniert alles gleich, wie wir es vorher gehabt haben. Ich lege den Nuller auf den Scheitel, ich lege das Lineal auf den Schenkel, so lang gedreht, bis das da gezeichnet ist. Dann suche ich mir die Skala, die da beim Lineal bei 0 anfängt. Das ist die falsche, aber da ist es. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Jetzt kann ich da nicht außen zeichnen. So geht das nicht. Also wenn ich da Platzprobleme habe, dann muss ich das anders machen. Probieren wir das. Ich drehe also das Lineal komplett um, so dass jetzt so war es vorher. Ich wollte da den Winkel zeichnen. Jetzt drehe ich das komplett um, lege den Nuller auf den Scheitel, lege das Lineal auf den Schenkel. Und jetzt muss ich halt das Lineal drehen. Das ist die Skala, die beim Lineal bei 0 anfängt. Wenn ich jetzt das Lineal so drehe, dann sehe ich schon 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad und so weiter. Ich drehe das so lang,
bis da auf einmal steht 120. Dann muss ich nochmal nachkontrollieren. Ist der Nuller noch beim Scheitel? Ist es genau bei 120? Dann kann ich nämlich jetzt da den zweiten Schenkel einzeichnen. Und da unter mein Lineal, da ist der Winkel. Da. Messen machen wir so, wie wir es vorher gelernt haben. Ich lege das Lineal her, den Nuller auf den Scheitel, das Lineal auf den Schenkel. So, kontrollieren, dass das genau da ist. Dann suche ich mir wieder, da ist das Lineal, da ist die Skala, die bei 0 anfängt, 10, 20, 30, 30, und habe dann da meinen Schenkel genau bei 60 oder 120. Gell? Da dürfen wir es jetzt nicht vertun. Ich habe da bei der äußeren angefangen zu zählen, also nehme ich ja die äußeren Zahlen. 120. Damit weiß ich, 120 Grad. Na und wenn der Winkel halt da beim Scheitel da hinaufgehen soll, dann machen wir das so wie vorher. Ich lege das Lineal mit dem Nuller auf dem Scheitel, mit dem Lineal auf den Schenkel, wo ich anfangen möchte, und sage jetzt halt, 170, 160, das ist das Falsche. 0, 10, 20, da ist das Richtige. Und da gehe ich jetzt bis 120, das ist jetzt da. Da fahre ich einfach dem Strich da nach, zeichne das ein, verbinde jetzt den Strich da mit dem Scheitel, und weiß genau, da habe ich die 120 Grad eingezeichnet.